Hallo, ich bin Martin von Songwriter Online und heute gibt's von mir 5 nützliche Tipps für Logic und wir starten genau jetzt. Die Woche ist unglaublich viel los bei mir und deswegen heute kurze, knackige 5 Logic Quick Tipps. Und damit wir keine Zeit verlieren, starten wir gleich mit Tipp Nummer 1. Und das ist eher so ein Arrangement-Tipp. Wir hören mal hier ins Arrangement kurz rein. Und so weiter. Du weißt vielleicht schon, dass du, wenn du eine bestimmte Region abhören möchtest oder einen bestimmten Bereich abhören möchtest, dann kannst du hier deinen Cycle-Bereich über diese Region setzen und dann den Playhead ab da abspielen. Und so weiter. Was aber, wenn du jetzt einen Bereich überspringen möchtest, zum Beispiel, wenn du im Arrangement bist und überlegst dir oder bist dir nicht sicher, ob ein Part von diesem Song wirklich nützlich ist oder wie es wäre, wenn dieser Part nicht da wäre, wenn man den überspringen könnte. Und das kannst du mit der Invert Playhead-Funktion machen. Ich weiß nicht genau, wie sie richtig heißt, aber wir drehen einfach hier diesen Cycle-Bereich um und dadurch überspringt dann dieser Playhead diese Stelle. Und zwar drücke ich hier einfach auf Command und klick dann hier drauf und dann siehst du, dass der Cycle-Bereich schwarz wird. Was passiert, wenn wir jetzt abspielen, ist, dass er diesen Bereich komplett überspringt. Okay, das war schon. Ich drücke da auf Command und klicke und dann habe ich meinen Cycle-Bereich wieder. Also das kann sehr nützlich sein, gerade beim Arrangement, wenn du einen bestimmten Bereich einfach überspringen möchtest. Und damit kommen wir schon zu Tipp Nummer 2. Du siehst, dass es hier ziemlich chaotisch aussieht in den Spurheadern. Die sind alle unterschiedlich groß und ich könnte jetzt versuchen, die irgendwie manuell hier wieder zurechtzurücken, dass die irgendwie gleichmäßig aussehen, aber das ist immer ein riesen Gefummel und dafür gibt es einen super Kurzbefehl. Und der ist einfach, wenn du die Shift-Taste gedrückt hältst und dann hier zwischen diesen Spurheader gehst und dann drauf klickst mit gedrückter Shift-Taste, bang, dann sind auf einmal alle Spurheader wieder gleich. Ja, ich mach's nochmal vor, ich mach die CDS nochmal unterschiedlich hier und vielleicht den hier noch kleiner. Ich gehe also, halte die Shift-Taste gedrückt und gehe mit meiner Maus hier direkt dazwischen rein. Klicke drauf und dann habe ich alle Spurheader in der gleichen Größe und die Sache ist super übersichtlich. Und damit geht es weiter zu Tipp Nummer 3 und das ist der Reset-Knob oder eine sehr einfache Funktion, um eine Funktion oder einen Fader zu resetten. Und zwar können wir das folgendermaßen machen. Du hast hier zum Beispiel deinen Kanalzug, hast den hier verstellt und möchtest ihn jetzt schnell wieder in die 0 Dezibelstellung bringen und dazu kannst du ihn natürlich hier hochziehen, was ein bisschen stressig ist und hier versuchen hinzuziehen. Du kannst aber auch einfach die Alt-Taste gedrückt halten, hier wieder draufklicken und er springt dann wieder in die gleiche Funktion. Das funktioniert übrigens auch bei Plugins und es funktioniert auch bei multiplen Kanalzügen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt hier überall die Lautstärke verstellt habe, dann kann ich hier einfach alle markieren. Auf Alt drücken, zack, springen alle wieder in die Nullstellung zurück. Es geht auch beim Panning zum Beispiel. Auch wenn ich hier jetzt wieder alle markiere, kann ich bei einem Einzelnen machen oder bei allen, zack, habe ich die wieder hier in die Nullstellung gebracht. Also das ist eine sehr einfache Funktion, um ein Plugin oder einen Kanalzug in die Reset-Stellung wiederzubringen, in die Ausgangsstellung oder Standardeinstellung. Und weiter geht's zu Tipp Nummer 4. Und der bezieht sich jetzt hier aufs Schlagzeug, wenn du hier mehrere Spuren aufmachen möchtest. Hier, wir haben hier eine MIDI-Spur von diesem MIDI-Schlagzeug hier und wenn ich es jetzt übersichtlicher bearbeiten will, weil du siehst hier im Piano Roll Editor kann es manchmal ein bisschen chaotisch sein, das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Spuren bei dem Schlagzeug hier, aber es gibt auch komplexere Spuren, dann ist es manchmal hilfreich, wenn ich für jedes MIDI-Event, also für jedes Instrument sozusagen eine Einzelspur habe. Und das kannst du folgendermaßen machen, indem du einfach Control klickst hier, ja, Control-Taste gedrückt halten, klicken und dann nach Tonhöhe auftrennen. Was jetzt passiert ist, er trennt dir die MIDI-Events hier nach Tonhöhe auf und du hast hier Einzelspuren. Was du jetzt schon gesehen hast, ist, dass die Sache hier regionsbasiert ist. Ja, ich mache das nochmal rückgängig, weil die zweite Hälfte hat er jetzt nicht aufgesplittet, okay? Das heißt, du musst diese ganzen Regionen, die du aussplitten möchtest, entweder alle markieren oder ich kann sie auch zusammenführen.
Das ist auch hier noch ein, vielleicht ein kleiner, als kleiner Bonustipp hier über den Tastaturkurzbefehl Command-G, Command-J. Wenn du den klickst hier, dann führst du diese beiden Regionen zusammen. Und wenn ich jetzt nochmal versuche, nach Tonhöhe aufzutrennen, bang, dann habe ich alle Schlagzeugspuren hier aufgetrennt und kann auch in jede einzelne reingehen und kann die dann hier bearbeiten, zum Beispiel in der Velocity oder wie ich die auch immer bearbeiten möchte. Und das ist eine ganz coole Sache, auch wieder so eine organisatorische Sache, einfach um besser arrangieren zu können oder um besser mit den Drums arbeiten zu können. Und damit komme ich schon zu Tipp Nummer 5 und das ist der Scripter. Ich gehe mal davon aus, dass du zumindest diesen Tipp noch nicht kennst, denn mit dem Scripter arbeiten sehr wenige. Ich möchte heute aber einen coolen Trick zeigen mit dem Scripter. Und zwar machen wir uns erstmal hier unseren EX24 auf und suchen uns eine Harfe raus. Ich erkläre dir gleich warum. Wo sind wir bei Orchestral Harp? Die nehmen wir hier mal. Die klingt dann so. Spiele ich jetzt hier auf meinem MIDI-Keyboard. Ich kann aber jetzt natürlich nicht besonders gut Harfe spielen auf meinem MIDI-Keyboard und deswegen kann ich mir jetzt den Scripter hier, das ist ein MIDI-FX-Plugin, zunutze machen. Ja, ich kann jetzt hier scripten, aber ich kann das auch einfach ignorieren und kann hier auf die Standardeinstellungen gehen beziehungsweise auf die Presets gehen. Und hier gibt es zum Beispiel eine coole Funktion und ein cooles Preset, das ist Harpeggiator. Und ruckzuck kann ich hier eine coole Harfen-Performance spielen, indem ich einfach die Akkorde auf meinem MIDI-Keyboard gedrückt halte, die ich gespielt haben möchte. Ich spiele mal gerade. Es gibt auch noch ein anderes cooles Preset und das ist der Guitar Strummer. Den zeige ich dir auch noch kurz. Ich habe kurz off-camera mein EXS24 auf eine Gitarre umgestellt und ich gehe jetzt hier auf Guitar Strummer. Und jetzt kann ich hier auch eine Performance spielen. Er spielt hier Akkorde und hier oben Einzelnoten, also eine Oktave höher. Ja. Wie auch immer, aber es ist eine ganz lustige Funktion. Das sind jedenfalls der Harpeggiator und der Guitar Strummer. Das sind meine beiden Lieblingsfunktionen hier im Scripter. Also spiele auf jeden Fall auch mal damit rum. Und wenn du noch mehr Logic-Tipps willst oder wie du schneller in Logic arbeiten kannst, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Die kannst du dir runterladen, wenn du jetzt unten auf den Link klickst. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn du das Video mit jemandem teilen würdest, wenn es dir weitergeholfen hatte. Das war's schon für heute. Wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial für nächste Woche. Bis dann.